lasse mich nicht ausboten. Jo, chill, so ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion. Hey? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampelmann kann mir mal die Eier krauen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Sonst noch was? Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Bedbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Tobias, woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Hör zu, ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Die Frage ist nur, wozu? Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Das wird immer komplizierter. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich nicht. Links das Versteck. Er wird Fehler machen. Kann man wie so betreten mit dem Kram. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bedbug. Bist du bei Niki? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na, die
IP-Adresse. Ja, da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nikki. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey, es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nikki, glaub ihm. Sein Gefasel nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich habe keine Geheimnisse. Ach, ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, habe ich dir weh getan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Mit Batman gehe ich ein Risiko ein, aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst ein Zuhause, dann das Handy anzapfen und alles aufnehmen, was er sagt. Arbeit, Grammar, Arbeit! Du hast einen Job? Warum sagst du das so nicht? So ist es nicht, Grammar. Ach, verstehe. Ist kein Job für Tyrone. Ist ein Job für Bedburg. Ach bitte, Grammar. Bedburg bedeutet doch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin Player. Ein was? Ein Bedbug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Och, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut. Wirst du es nicht kommen sehen. Cool? Yeah, be rock'n'roll. Warum macht der Rap das? Willst du ein Dorf kontrollieren? Dann komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon,
Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bee. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt, stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal, ehrlich. Wenn du aufsteigen willst, ich soll eigentlich nichts sagen, aber Eric hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, Bee, nicht so laut! Fuck, Mann, erwarten die Stress? Sieht aus, als ob Eric hier alles dicht macht. Was sind wir? Babysitter? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und Iraq hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Mann, sag das auch nicht so laut, Bee. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedburg auf einer Müllkippe landen. Das Viertel so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, wir fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Wir wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Ficker. Das Viertel so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Wir wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Sieger. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Noch nie gevögelt und vor seine Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, Bee. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Auf Rundgang? Ja.
Ich fahre auch gleich rüber.